Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, Thema Nahrungsergänzung zur Immunstärkung. Und zwar speziell geht es heute ums Thema Selen. Das ist Teil 7. Teil 7 von meiner Immunstärkungsreihe. Wir hatten vorher schon allgemein Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin B12, dann Vitamin D, was hatten wir noch? Omega-3-Fettsäuren, Sangomeruskoralle, Probiotika. Das letzte Mal ging es um Jod und heute geht es eben ums Thema Selen. Ja, warum spielt das überhaupt eine Rolle? Was ist Selen? Und warum ist es gerade für Personen mit Autoimmunerkrankungen so besonders wichtig? Nicht nur zur Immunstärkung, aber auch ganz klar. Selen ist ein Spurenelement, wie auch Zink, wie Eisen, wie Jod, ist nur etwas weniger bekannt. Und Selen ist in dem Fall besonders wichtig, deswegen erzähle ich dir auch hier etwas über Selen. Weil wir in Europa, auf jeden Fall besonders in Mitteleuropa, ganz klar ein Selenmangelgebiet haben. Das heißt, es ist wenig Selen im Boden, dadurch ist weniger Selen in unserer Nahrungskette drin und wir sind oft sehr schlecht mit Selen versorgt. Ja, wofür ist Selen überhaupt notwendig? Hat ganz viele verschiedene Funktionen, unter anderem ist Selen ein Antioxidant, also ein Stoff, der die schädlichen freien Radikale abfängt. Und da ist er in vielen Bereichen natürlich wichtig für unseren Körper, hat unter anderem auch eine starke krebshemmende Wirkung. Also siehst schon, Selen hat eine ziemliche Kraft. Fürs Immunsystem speziell, das ist ja im Prinzip das Oberthema unserer Reihe Immunstärkung, ist Selen in mehrfacher Hinsicht wichtig. Zum einen eben aufgrund dieser antioxidativen Wirkung, also Selen ist Teil von entsprechenden Enzymen, die in der Richtung helfen, zum Beispiel von der Glutathionperoxidase. Das ist die eine Funktion fürs Immunsystem. Das andere ist, dass es Antikörper bildet. Wir brauchen ja Antikörper, um mit den Eindringlingen fertig zu werden. Also Antikörper für unser Immunsystem als Waffe quasi. Und die nächste Funktion, und die ist auch super wichtig, schwermetallbindend. Also Schwermetalle sind sowas wie Quecksilber, wie Blei und die bindet Selen. Und führt dazu, dass sie auch besser aus dem Körper dann ausgeschieden werden können. Also auch hier eine ganz wichtige Rolle, was letztlich insgesamt zu einer deutlichen Immunstärkung führt, wenn wir ausreichend mit Selen versorgt sind. Selen spielt aber noch für viele andere Bereiche im Körper eine Rolle. Und auch darüber möchte ich natürlich kurz was erzählen. Ganz besonders wichtig ist es auch für die Schilddrüse, wo wir das letzte Mal von hatten, Thema Jod. Selen und Jod sind so, ich habe es mal gelernt in der Uni früher, sind so die zwei Seiten einer Medaille, einer Münze. Also sie können immer ganz eng zusammen, Jod und Selen, eben unter anderem auch für die Schilddrüse. Denn Selen steuert die Schilddrüsenhormone, also die Aktivität, An- und Abschalten der Hormone, ist wichtig für dieses Enzym, dieses Entgiftungsenzym, dieses Glutathionperoxidase, dass es die freien Radikalen, die schädlichen Stoffe senkt. Und es ist speziell ganz besonders auch wichtig bei einer Autoimmunerkrankung, speziellen Entzündungen der Schilddrüse bei einer Hashimoto-Erkrankung. Da ist es speziell wichtig, weil es verschiedene Sachen noch macht, Selen. Es reduziert einmal die Schäden an der Schilddrüse an sich, reduziert die Schäden, die entzündlichen Prozesse im gesamten Körper, also das wäre für alle mit Autoimmunerkrankungen wichtig, aber eben auch eben besonders hier an der Schilddrüse reduziert es die Entzündungen und es fängt die freien Radikale ab. Eben auch natürlich im gesamten Körper, aber auch speziell in der Schilddrüse fängt es die ab. Und es reduziert, und das ist nochmal was ganz Besonderes, reduziert die Antikörper, die bei einer Hashimoto-Erkrankung vermehrt vorliegen, die man auch im Blut ja messen kann. Und die reduziert es auch. Also super positiv für viele, alle Autoimmunerkrankungen im Prinzip, aber speziell auch bei Hashimoto-Erkrankungen ist Selen sehr, sehr wichtig, sehr, sehr hilfreich. Aber nicht nur dafür, sondern auch für viele andere Dinge, wie zum Beispiel für unsere Nerven, damit wir guter Stimmung sind, damit wir gut drauf sind quasi, um es mal so salopp zu sagen. Andererseits führt ein Mangel von Selen auch noch zu vielen anderen Funktionen, wie zu einer verringerten Fruchtbarkeit bei Männern oder auch wie zu Muskelschwäche bis hin zu Wachstumsstörungen, Wachstumsproblemen. Deswegen ist es auch bei Kindern so besonders wichtig, dass sie von Anfang an ausreichend auch während der Schwangerschaft schon mit Selen versorgt sind, auch wegen der Versorgung vom Gehirn. Und Selen ist auch noch ganz klar wichtig für die Haare und für die Nägel ist Selen wichtig.
Früher hat man oft zum Beispiel gesagt, dass diese weißen Flecken auf den Nägeln, ich siehst du jetzt hier nicht, aber ich habe keine, also könntest du auch keine sehen, also dass die weißen Flecken auf den Nägeln Zeichen für einen Selenmangel sind. Dann kannst du ja mal schauen, ob du welche hast. Also so viel zum Thema Selenmangel. Ja, jetzt habe ich schon ganz viel von Selen erzählt. Jetzt möchte ich noch einmal kurz was zu mir sagen, falls du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Marie-Louise Römer. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Autoimmun-Food-Coach und ich habe selbst eine rheumatische Autoimmunerkrankung. Und auf meinem Weg nach alternativen Möglichkeiten, wie ich damit besser umgehen kann, ohne immer mehr und schlimmere Medikamente zu nehmen und ganz viel nicht mehr machen zu können, alles nur entzündet zu haben an den Gelenken mit Schwellungen und super vielen Beeinträchtigungen, habe ich meinen Weg durch Ernährungsumstellung gefunden. Und da bin ich so angetan und so begeistert, was ich damit erreicht habe. Und da helfe ich mittlerweile vielen anderen Menschen mit ähnlichen gesundheitlichen Problemen, Autoimmunerkrankungen, durch Ernährungsumstellung auch mehr für sich wieder zu erreichen, mehr Gesundheit, mehr Energie, mehr Lebensfreude, mehr Wohlbefinden zu erreichen. Ja, da mache ich eben unter anderem auch diese Videoserie für dich, um dir da noch ein bisschen mehr Infos und Tipps zur Unterstützung zu geben. Ja, jetzt habe ich ganz viel gesagt von den Funktionen, was auch beim Mangel für Probleme sein können. Wo ist denn Selen nun drin? Wo ist denn, warum haben wir denn so ein Problem? Also ursprünglich ist es ganz klar im Boden drin, das Selen. Im Boden, ich habe hier irgendwo meine Teekanne, ist so laut. Also im Boden ist Selen ursprünglich drin. Und je nachdem, wie selenarm oder reich der Boden ist, umso mehr reichert es sich in der Nahrung an oder eben nicht. Es wird dann in den Pflanzen angereichert und darüber wird es in den tierischen Produkten, also den Tieren, angereichert. Das heißt, Selen ist drin in Fisch, in Fleischprodukten ist Selen drin, aber auch in manchen Pflanzen. Ich habe jetzt so ein paar hier mitgebracht als Beispiele. Eine Selenquelle ist zum Beispiel ich weiß nicht, kann man es sehen, das ist der Sesam, ist eine relativ gute Selenquelle. Dann die Hirse, auch eine Selenquelle. Die sind alle, sagen wir mal, ganz gut, aber deinen Selenbedarf nur mit Sesam oder Hirse wirst du nicht decken können, weil ich glaube, die Mengen isst du nicht pro Tag. Also jeden Tag zum Beispiel 100 Gramm Sesam wirst du nicht essen. Ab und zu mal vielleicht eine kleinere Menge, aber so viel sicherlich nicht. Eine super gute Quelle an Selen, ich hoffe, dass man das hier sieht. Ja, ich denke schon, ich halte es mal so in die Kamera. Das sind Nüsse und zwar spezielle Nüsse, Paranüsse, aber wirklich nur die Nüsse, andere Nüsse nicht. Paranüsse, die sind super selenreich. Da reicht es im Prinzip, wenn du von diesen Nüssen, das kennst du ja, die sind ja relativ groß und schwer, wenn du von diesen Nüssen 2 Nüsse pro Tag isst, dann hast du schon eine ziemlich gute Selenversorgung. Also da einfach mal im Hinterkopf behalten. Paranüsse sind eine super hochwertige Selenquelle. Was aber nicht heißt, dass du jetzt hingehen sollst und die ganze Tüte leer futtern, weil dann hast du auch relativ schnell zu viel des Guten an Selen. Da muss man aufpassen, da ist die Grenze zwischen gut auf der einen Seite und schädlich auf der anderen Seite, die ist da relativ gering bei dem Selen. Also es kann auch dann schon toxisch sein. Deswegen schon darauf achten, auch auf die Nahrungsquellen achten, aber im gewissen Rahmen, alles im Maßen. Ja, wie kannst du nun feststellen, ob du unterversorgt bist mit Selen? Wie gesagt, ein Großteil der Bevölkerung in Europa ist unterversorgt, ungefähr die Hälfte, so ganz, ganz grob gesagt. Das heißt, wir haben im Durchschnitt nur den halben Selenspiegel, den wir haben sollten. Was kannst du tun, um das festzustellen? Ja, wie bei vielem kannst du natürlich bei deinem Arzt einen Bluttest machen lassen. Der misst dann die aktuelle Lage, also die aktuelle Lage, wie du jetzt momentan, heute oder in den letzten Tagen eben mit Selen versorgt bist. Nicht über die letzten Wochen und Monaten, aber ganz aktuell. Das kann man im Blut messen. Da sollte der Wert schon bei 120 bis 160 Mikrogramm pro Liter sein, ist im Durchschnitt bei maximal der Hälfte. Und wenn man spezielle Erkrankungen hat, die besonders viel brauchen, wie zum Beispiel eben Autoimmunerkrankungen, ist der Spiegel oft noch deutlich mehr im Keller. Du kannst aber auch in den Haaren und in den Nägeln das Selen messen lassen. Das ist dann ein Spiegel für die Langzeitversorgung letztlich. Also nicht wie das heute ist, sondern wie es über die letzten Wochen und Monate ist. Das ist das Langzeitversorgung von Selen. Aber am einfachsten und schnellsten ist sicherlich ganz klar im Blut das zu messen. Nahrungsergänzungsmittel mit Selen.
Ja, wenn du jetzt gezielt feststellst, du hast eine Unterversorgung, ist es natürlich mit Nahrungsergänzungsmitteln gezielter, als wenn du nur Nüsse isst, wobei bei vielen eben wirklich die 2 Paranüsse auch ausreichend sind zu essen. Ansonsten kannst du Selen-Hefe als Präparat nehmen, du kannst Selen in Form von Natriumselenit oder Natriumselenaten nehmen. Da würde ich mich aber dann darauf verlassen, was dein Arzt dir letztlich dann empfiehlt. Weil du solltest wirklich nicht zu viel des Guten tun mit Selen, also bis 200 Mikrogramm pro Tag sind okay als Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du mehr nehmen möchtest, wirklich ganz klar Rücksprache mit dem Arzt, wobei die Ärzte auch in einigen Bereichen wie bei Krebserkrankungen oder eben auch bei Hashimoto schon deutlich höhere Dosierungen empfehlen, aber das sollte wirklich dann Dosierung, Empfehlung des Arztes sein, auch welches Produkt er dir dann empfiehlt. Ja, mein Fazit. Selen ist super wichtig, im Prinzip für uns alle, weil wir die meisten von uns einfach sehr schlecht versorgt sind. Das ist das eine. Wenn das andere ist, weil wir in vielen Fällen erhöhten Bedarf haben, sei es zur Immunstärkung, wo Selen eine ganz wichtige Rolle spielt, aber eben auch gerade ganz besonders, wenn wir Autoimmunerkrankungen haben. Also allgemein bei jeder Autoimmunerkrankung ist Selen super wichtig, um die Entzündungen besser in den Griff zu kriegen. Das ist das eine, aber eben auch speziell ist es wichtig, um die freien Radikale abzufangen und ganz klar, das sagte ich vorhin so ganz kurz, um die Schwermetalle zu entgiften. Da ist Selen super wichtig und Autoimmunerkrankungen geht immer so ein bisschen Hand in Hand auch mit einer gewissen Schwermetallbelastung und die Schwermetalle sind ja sehr förderlich für die Autoimmunerkrankung auch oder für die Verschlimmerung. Deswegen, wenn du da entgiften, entlasten kannst, ist es natürlich eine super Sache, wenn du das auch mit dem Selen noch etwas unterstützen kannst. Und natürlich auch, wie ich gesagt habe, bei Hashimoto-Erkrankungen ist es auch ganz wichtig, weil es da einfach sehr hilfreich ist für die Schilddrüse speziell, um die Hashimoto-Erkrankung auch wieder etwas besser in den Griff zu kriegen. Ganz klar. Also, das war's von meiner Seite aus zum Thema Selen. Am Schluss meine Bitte, mein Kommentar ist immer, wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, freue mich über einen Kommentar oder eine Frage darunter. Und wenn du regelmäßig meine Videos sehen möchtest, dann kannst du natürlich auch sehr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ansonsten ganz wichtig, tu was für dich, werde aktiv. Du kannst dein Immunsystem super unterstützen mit vielen, vielen Ernährungsbausteinen. Das ist wichtig, dass du es machst, dass du es anfängst oder wieder verstärkst oder intensivierst, weil da kannst du super viel für dich erreichen. Und wenn du speziell für dich ganz individuelle, persönliche Immunstärkungstipps möchtest, dann unterstütze ich dich da sehr gerne. Dann können wir zum Beispiel ein 60-Minuten-Gespräch führen, speziell bei deinen gesundheitlichen Herausforderungen. Ich schreibe dir auch unter das Video nochmal den Link dazu, dann kannst du dir da nochmal ein paar Infos zu holen. Also, ansonsten, wie am Ende jedes Videos, momentan in der Zeit von Corona und Co. natürlich ganz besonders wichtig. Tu was zur Stärkung für dein Immunsystem. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Alles Liebe. Tschüss.